So, hallo und herzlich willkommen in der Küche zum heutigen Dankeschön-Beitrag. Für diejenigen, die schon länger dabei sind auf dem Kanal, die wissen, ich kriege hin und wieder Pakete. Das ist super lieb von euch. Und dann neige ich dazu, irgendwann mich dafür zu bedanken. Diesmal bin ich extrem spät dran. Ja, gibt ein paar Faktoren, die dazu geführt haben. Die will ich jetzt aber gar nicht groß allzu sehr besprechen, ehrlich gesagt. Jedenfalls bin ich extrem spät dran. Trotzdem vielen herzlichen Dank für alle, die mir in letzter Zeit was geschickt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles angekommen ist. Wüsste jedenfalls nicht, dass was verloren gegangen ist. Es kam auch keine diesbezügliche Nachfrage oder sonst wie. Paar von jenen, die mir was geschickt haben, habe ich mich inzwischen anderweitig auch schon bedanken können. Ich habe es trotzdem das meiste, was mir irgendwie geschickt wurde, jetzt hier nochmal integriert, so ich es nicht sofort aufgegessen habe. Daher das vegane Beef Jerky, ohne Beef natürlich, ne? Das mir die sich jetzt hoffentlich gerade angesprochen fühlende Person vor 2 Wochen ungefähr, so gefühlten 2 Wochen, 3 Wochen, irgend sowas, keine Ahnung, geschickt hat. Herzlichen Dank da nochmal für, war lecker. Habe ich sofort aufgegessen und kann daher jetzt nichts mehr in die Kamera halten. Gut, ja, also für die, die jetzt noch nicht wissen, was bitteschön jetzt ein Dankeschön-Video sein soll und was ihr jetzt hier erwartet, ich zeige einfach im Grunde bloß vor, was ich geschenkt bekommen habe, sagt Danke. Und wenn es was ist, was ein bisschen noch ein paar besondere Worte benötigt, dann werden wir auch die kurz ja, finden, hoffentlich. Also denke ich mal. Ne? Im Übrigen haben wir hier dieses Küchenmöbel. Das ist sehr hoch. Und wenn ich mit meinen 1,90 auf einem stinknormalen handelsüblichen Stuhl sitze, dann ist die Perspektive so, wie sie jetzt gerade ist. Aber ja, trotzdem, ich finde das irgendwie witzig. Und wir legen los. Also, grundsätzlich als allererstes nochmal, ich dachte, die Spülmaschine wäre schon fertig, Mist. Naja, die ist bestimmt gleich fertig. Vielen herzlichen Dank, ich muss nur kurz abpumpen. Vielen herzlichen Dank erstmal an eben, wie gesagt, sämtliche, das ist die Spülmaschine, ja, böse Spülmaschine, aus. an alle, die mir irgendwas geschickt haben, selbstverständlich auch vielen herzlichen Dank an alle anderen, die mir nicht zwingend was geschickt haben, aber anderweitig mich unterstützt haben in meinem Tun. Ja, es wäre unmöglich ohne euch, wisst ihr hoffentlich. Und daher an dieser Stelle einfach nochmal allgemein vielen herzlichen Dank. Ich habe bei dieser Dankeschön-Folge in Anführungszeichen jetzt nicht die Hutspenden nochmal rausspeliefelt, was da dabei gewesen ist. Für die Nasen, die da was reingeschmissen haben in den Hut, so viele waren es nicht. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Sehr, 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 sehr hilfreich und sehr, sehr großzügig von euch. Und ja, Dankeschön. Ne? Also einfach, dass wir das auch nochmal gesagt haben. So, und dann kommen wir zu dem Krempel, der hier so rumsteht, beziehungsweise ein bisschen was davon habt ihr schon im Bild. Vieles auch noch nicht. Ein sehr lange Herpaket, das ich leider, ja, wie gesagt, ich bin nicht dazugekommen, muss jetzt nicht noch 23 Mal erwähnen. Hier gehört was rein, und zwar diese Pfanne. Ja? Diese Pfanne wiegt nichts. Also die ist wirklich ein Hauch von nichts. Das ist eines der beeindruckendsten Stücke Titangeschirr, das ich bisher so gesehen habe. Ich hab mich auch schon lange darauf gefreut, das Ding jetzt endlich mal auszuprobieren, weil es gilt ja so ein bisschen der Grundsatz, normalerweise ich bedanke mich erst und probiere dann aus. Da ich jetzt lange fürs Bedanken gebraucht habe, hat es jetzt lange gedauert, bis ich das Ding jetzt mal ausprobieren kann. Bin aber wirklich außerordentlich gespannt. Die wiegt wirklich nichts. Also ultimativ leicht. Ganz toll. Auch schön tief. Und hat eine Antihaftbeschichtung. Ist von diesem Hersteller hier, nur damit ihr es wisst. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die jetzt wirklich so toll ist, wie ich vermute, dass sie ist, aber wirkt extrem toll für Eier mit Speck, Eier mit Käse. Ich mag auch Eier mit Käse. Und also wirklich ganz, 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 ganz edles Gerät. Bin ich gespannt, was ich damit so zusammengebrutzelt bekomme. Und ja, also vielen lieben Dank dafür, dass ich. Ist hier übrigens noch die Umverpackung dazu gewesen, nur der Vollständigkeit halber. Und ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, weil sonst artet das hier aus. Es ist halt doch ein bisschen was zusammengekommen. Ne? So, ansonsten war es ein Fresspaket. Vieles ist schon gegessen. Übrig sind noch die Dinger hier. Weiß ich noch nicht, ob die schmecken, aber bestimmt. Haben wir noch nicht aufgemacht bisher. Das ist ein bisschen was Alternatives aus Ländern, ja.
Dänemark steht hier drauf. Himbeer, Schokolade, Klumpen und, ach hier, Lakritz mit weißer Schokolade und Himbeerpulver überzogen. Die weiße Schokolade enthält mindestens 26% Kakao-Feststoffe. Ja, also da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ganz was anderes. Wie gesagt, vieles haben wir schon aufgegessen aus dem Froda-Paket, weil MHD, ne, Mindesthaltbarkeitsdatum, und B, weil war lecker und wir hatten zwischendrin mal Hunger. Daher, aus diesem Paket war übrigens auch das, na, wie heißt es denn? Diese keksartigen Notrationen, mir fällt jetzt der Name gerade ums Verrecken nicht ein, die ich da hatte ich ein extra Video zu gemacht. Also die waren auch aus diesem Paket. Herzlichen Dank auch dafür, gerade wenn man es dann noch videofizieren kann, ist das natürlich immer sehr schön. Es sind auch ein paar alternative Trekkinggerichte dabei. Sowas hier beispielsweise, ne? Also vom Format her erinnert ein bisschen an die üblichen Tütenessen von ja sowas wie. Sowas zum Beispiel, ne? Also ein übliches Trekking-Tütenessen und ist hier Instant Fried Rice, also Reis, ne? Was immer interessant ist, wenn das Zeug halt vorfrittiert ist. Das ist vielleicht jetzt nicht das Gesündeste für eine Trekkingtour, aber toll, weil dann hat es grundsätzlich mehr Kalorien und ist mikroporöser, zieht daher schneller und man muss weniger lange auf sein Essen warten, beziehungsweise man muss es halt gar nicht kochen, sondern einfach nur in heißem Wasser ziehen lassen. Das funktioniert auch mit vielen anderen Dingen, geht aber mit sowas tendenziell ein bisschen besser. Das besteht hier mehr oder weniger aus Reis, Reiskeimöl, Gewürze, Schalotten, Knoblauch. Und noch ein paar andere Zutaten. Oh, tatsächlich 1,88% Fischfleisch. Aber ja, das ist ja normal für solche Tüten. Bin aber auch noch ganz drauf gespannt. Bisher ist das noch lange haltbar, drum haben wir es auch noch nicht gegessen. Okay, so lange jetzt auch inzwischen nicht mehr, aber ist auf jeden Fall noch alles im Rahmen. Davon abgesehen, sowas kann ja kaum schlecht werden. Also das würde ich auch noch viele Monate nach MHD bedenkenlos verzehren. Dann hatten wir hier Nutbar, einer ist noch übrig, sind vor allen Dingen laut meiner Frau sehr lecker. Ich habe auch einen gegessen, stimmt. Aber meine Frau war da relativ begeistert, sie kriegt den letzten. Cashew, Pumpkin und Rosinen in diesem Fall hier. Also sehr, sehr ja, naturbelassen und gerade für Freunde der nicht so hochverarbeiteten Nahrung ist das durchaus vielleicht was ganz Nettes. Also vielen Dank auch dafür. Dann weiß ich nicht, ob du uns umbringen wolltest. Das ist ein extrem scharfes asiatisches, ich weiß nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt, aber schon sehr grenzwertig, aber auf jeden Fall unterhaltsam, sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben beide ein winziges Eckchen probiert, also nicht von dem, sondern vom anderen natürlich, und mussten zur Milchtüte rennen. Also auch hier vielen Dank. Dann haben wir hier noch so einen Cranberry-Riegel. Und den wollte ich schon die ganze Zeit mal irgendwann probieren, weil ich gerade Koffein nötig habe. Ein Hallo-Wach-Keks. Oh, das ist aber lecker. Oh. Also mit Koffein und oh toll. Ja, also das ist gut zu wissen. Ein tolles Trekkingfutter. Krass. Hat auch einen guten Eiweißanteil, ordentlich Kalorien pro 100 Gramm, 496. Also das ist definitiv Trekkingfutter. Und wenn da noch ein bisschen Koffein drin ist, dann bin ich da überhaupt nicht böse, weil das Zeug brauche ich. Ne? Jetzt habe ich es gerade abgerissen, wie viel es gewesen wäre, aber 200 Milligramm pro 100 Gramm Koffein, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Lecker. So, aufgegessen. Dann haben wir hier noch so ein entspannendes Reisgericht. Das ist, Moment, ich suche Deutsch. Also jedenfalls ein Reisgericht. Ach, hier, da. Wasser, Reis, Zwiebeln, Kartoffeln, Kidneybohnen, Tomaten, Sonnenblumenöl, Tomatenmark, grünes Chili, Salz, Knoblauch, Ingwer und so weiter. Tatsächlich ohne Zusatzstoffe, soweit ich das hier sehen kann.
sind wir auch sehr gespannt. Haben wir auch schon lange darüber nachgedacht, ob wir uns das nicht demnächst mal machen. Kann man in der Mikrowelle heiß machen, kann man die Folie selber in heißes Wasser schmeißen. Das ist ja auch durchaus was, was Outdoor funktioniert. Kann man natürlich auch in den Topf füllen und dann heiß machen. Wir sind gespannt. Vielen, vielen herzlichen Dank auch dafür, ne? Also, schönes Paket. Fresspakete sind mir immer sehr willkommen. Fresspakete sind toll, da freue ich mich außerordentlich drüber. Gerade auch mit so ein bisschen alternativen Nahrungsmitteln, die man noch nicht so kennt, auch gerade wenn es dann mögliche Tourenverpflegung ist, also super, super cool. Und die Pfanne, wie gesagt, ich freue mich jetzt drauf, die mal endlich einzuweihen. Das macht bestimmt enorm Spaß, mit der zu kochen. Also diese Beschichtung, das ist Nonstick, Nonstick kenne ich bereits, das wirkt extrem hochwertig und ist bei anderen Nonstick-Produkten, die ich sonst so besitze, eigentlich immer sehr, sehr, sehr langlebig bisher gewesen. Ich habe einmal eins kaputt gemacht, damit habe ich aber auch stümperhaft umgegangen. Also wenn man die gut behandelt, halten die wirklich sehr, sehr lange. So, dann ohne chronologische Reihenfolge, ne? Ist alles lange her. einmal ein schönes Whisky-Glas. Ich kann mir immer nicht merken, die haben einen speziellen Namen. Moment, wie heißen die Dinger denn nochmal? Nosing, ein Nosing-Glas für speziell Whisky, sehen dann so aus, hier in der freundlichen, mitnehmefähigen Größe, das langt ja auch vollkommen für auf Tour, wenn man unterwegs mal einen Whisky trinken möchte, speziell für Whisky natürlich gedacht. Es geht aber auch sicherlich, da dieses Wässerchen hier reinzufüllen. Ja, das ist ein im Original polnischer Wodka und zwar ist hier in der deutschen Version da blöderweise ein amerikanischer Bison drauf. Eigentlich müsste da das europäische Wiesent drauf sein. Und das ist eigentlich nicht Bisongras, sondern Wiesentgras, was dem Ganzen beigemischt ist. So, und ist bisher noch zu, ne? Original verpackt hier mit Banderole dran und so weiter. Und wird in Deutschland halt leider eben mit diesem furchtbaren falschen Tier auf dem Etikett vertrieben. Und dankenswerterweise, da habe ich mir extra noch den dazugehörigen Brief rausgesucht, spricht man das Ding, also was da draufsteht, könnt ihr selber lesen. Ja? Und das spricht man wohl aus ungefähr Schubrufka. Mit dem Wiesengras. Ja, hatte früher mal 40% Alkohol, jetzt ist er leider nur noch bei 37,5. Persönlich reicht mir das vollkommen, aber da möchte ich jetzt doch mal ein kleines Verkösterchen machen, insbesondere da ich ein zwar nicht dafür gedachtes, aber dafür passendes Glas habe und mich dann mal als Glasbanause oute. Ich meine, wenn ich auf Tour bin, trinke ich das auch gerne mal aus der Titantasse. Also nicht unbedingt das hier, das habe ich noch nie probiert, aber mal ein Schnäpschen oder Whisky oder ein anderes hochprozentiges Getränk. Ja, nicht zu viel, sonst erzähle ich euch gleich wieder, wo ich mein Langboot geparkt habe. Grundsätzlich, wenn ich besoffen bin, erzähle ich jedem, ich sei ein Wikinger und habe mein Langboot. Wobei, tatsächlich hätte unsere Domizil sogar eine Langboot-Anlegestelle. Man kann dann zwar nur mit Hochwasser damit fahren, aber bei Hochwasser egal, zum Wohl. Hm. Mmh, der ist aber lecker. Das muss ich jetzt natürlich sagen, aber der ist wirklich lecker. Ich habe in meiner Jugend, also schon die volljährige Jugend, ne, alles legal, eine relativ... So meine ersten Erfahrungen mit hoherprozentigem Alkohol nach den ersten paar Whiskys in Schottland, aber da darfst du ja erst mit 21, habe ich danach eigentlich immer mal wieder Wodka abbekommen, billigen, ne? Bei günstigen, ich sag mal, Zappelbuden, heutzutage würden wir sie Zappelbude nennen, war das so der eine Alkohol, den ich da halt gesoffen habe und in Anbetracht meines jugendlichen Leichtsinns auch gerne mal als Wodka Energy oder Wodka Lemon. Man ist halt Anfänger und die Wodkas, die da verwendet wurden, haben mir eigentlich nicht geschmeckt. Es ging mir um das andere Zeug, was noch drin ist und die Wirkung. Aber habe dann irgendwann mal im Lauf der Jahre dann auch festgestellt, dass es sehr wohl Wodkas gibt, die eben nicht aus Deutschland stammen oder irgendwie oder so aussehen, als würden sie das tun. Keine Ahnung, wo die produziert werden. Die durchaus lecker sind und da gehört dieser hier jetzt auf jeden Fall dazu. Das ist wirklich fein, ja.
So wie ich das verstanden habe, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, das ist ja Wässerchen, ne? Dass das runtergeht, ohne groß Schäden zu hinterlassen, gefühlt. Und dann eine nette Wärme. Ja, ich merke schon, ne? Wenn ich gleich rot anlaufe, wisst ihr warum. In einem entsprechend hochsteigt, ich vertrage nicht viel Alkohol. Ne? Aber lecker, wirklich lecker. Ja, also das ist jetzt schon was Feines. Die kriege ich, glaube ich, leer, die Flasche. Gut, gleiches Paket. Es gibt hier nämlich auch ein Bier aus eben der Region, wo eigentlich im Prinzip auch der Wodka dazu gehört, nämlich der Białowieża Nationalpark, den ich wahrscheinlich immer noch nicht ganz korrekt ausspreche, aber zumindest von Deutschen halbwegs erträglich. Hast du mir, glaube ich, mal bestätigt. Ich weiß nicht, ob das du warst. Ich denke schon, es war, glaube ich, in den Kommentaren, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe. Wie auch immer, jedenfalls unterstützt man beim Kauf dieses Bieres auch dem Białowieża Nationalpark. Warum ist der wichtig? Ne, das ist eines der letzten Urwaldgebiete, die letzten halbwegs großen, wirklichen Urwaldgebiete von Gesamteuropa. Muss man also lange suchen, bis man mehr Urwald und eine größere zusammenhängende Fläche so ungestörter Natur wie dem Białowieża Nationalpark, ist gerade an der Grenze von Polen zu Belarus, findet. Ja? Ich muss da auch irgendwann mal unbedingt hin. Ohnehin reizen mich die ganzen osteuropäischen Länder durchaus. So von Landschaft, von der Natur her ist das alles außerordentlich reizvoll. Ich habe derzeit ein bisschen politisch etwas Angst, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich unbegründet, aber naja, ne? Aber irgendwann muss ich da auf jeden Fall hin. Da gibt es noch ein zweites von. Es ist so ein bisschen was wie das polnische Krombacher, steht im Begleitschreiben. Ja, sind wir gespannt. So, weiter geht's mit nächstes Päckchen, beziehungsweise ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich überall jeweils die Päckchen der Reihe nach vom Inhalt her noch so hundertprozentig korrekt zusammenkriege. Ich weiß, dass es auf jeden Fall ein Päckchen war, wo unter anderem hier diese Bleistifte drin waren. Jetzt fragt ihr euch, warum kriege ich Bleistifte? Naja, weil es ein Mann im Wald Bleistifte sind. Sehr, sehr cool. Werden ins Büro integriert, werde ich verbrauchen. Es ist total witzig. Da hat sich einfach jemand hobbymäßig ausgetobt, Dinge zu gravieren. Also jemand, ne? Ich weiß natürlich wer, aber ich will hier wie immer keinen Namen nennen. Und ja, finde ich sehr cool, zumal auch auf den Bleistiften, das könnt ihr in der Kamera wahrscheinlich gar nicht sehen, ist so ein kleiner Silhouette mit Hut. Sehr, sehr schön. Und es gibt auch ein Mann im Wald Aufbewahrungsdöschen mit einem Satz. Ich finde schon witzig, ja. Ich fühle mich ein bisschen, es ist für mich ein bisschen paradox, wenn ich mich mein eigenes Gesicht dauernd sehe, aber mit einem Mann im Wald würfeln. Aber schon sehr, sehr cool. Ja, mir fällt bestimmt irgendwas ein, was ich damit anstelle und wenn es auch nur für irgendeinen Gag ist. Ich habe da sowieso schon so eine Idee, der nächste 1. April kommt bestimmt. Den Würfel gibt es auch noch in groß mit mir und entsprechenden, ich bin die Nummer 6, glaube ich, ja. Ich bin Nummer 6, nee, bin ich nicht, ich bin die 1. Oh, sehr edel, sehr edel, ja, dass ich die 1 bin. Ja, schön. Nochmal so ein Döschen. Huch, da ist auch noch was drin. Was war da? Ach ja, richtig. Ich als Schlüsselanhänger. Ja, ist schon witzig. Ich fühle mich immer ein bisschen zu narzisstisch, wenn ich mit sowas rumlaufe. Aber witzig ist es definitiv. Ja. Und mir fällt garantiert noch irgendeine spaßige Verwendung dafür ein im Rahmen von irgendeinem Gag. Ja, also herzlichen Dank. Und ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Das ist tatsächlich schon ein Weilchen her. Und ja, freut mich, von dir nochmal zu hören. Vielen herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht beim Auspacken, musste sehr viel lachen. Ja, ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel habe ich hier ein Bündel Trinkschokolade. Hatte eigentlich überlegt, ob ich hier zum Video mir noch eine heiß mache. Sind auch schon nicht mehr alle ganz alle da. Ich glaube zwei oder was. Sehr lecker. Wird vor Touren aufgehoben. Ich mache zurzeit zu wenig Touren, darum hebe ich sehr viel auf für Touren. Wird auch bestimmt mal wieder besser. Ich hatte irgendwann mal erzählt, mein Fuß ist kaputt. So 100% besser ist, also besser ist es, ja, aber es ist halt immer noch nicht so richtig, richtig gut. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich muss mich da halt wirklich mal zum Orthopäden begeben, aber kriegt bei dem mal einen Termin, ne? Muss ja auch niemandem erzählen.
Dazu gibt es dieses edle Getränk. Da sind wir wegen gut gefüllter Schnapsbar bisher noch nicht ganz dazu gekommen, das groß aufzumachen. Dann lässt man es im Zweifel vielleicht lieber noch ein bisschen zu. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber das wird ja niemals schlecht. Und wenn die Schnapsbar nicht mehr ganz so gut gefüllt ist, dann sind wir irgendwann hier angekommen. Das ist ein... Oh Gott. Nein, ich versuche jetzt nicht Französisch zu sprechen. Das ist nur peinlich. Es steht ja drauf. Gibt es das auch auf Englisch? Ah ja. Ja, nee, das sind schon immer noch zu viele französische Worte dabei. Sind wir jedenfalls sehr, sehr gespannt drauf. Bestimmt sehr lecker. Wenn ich das richtig verstehe, ist das so tendenziell so ein bisschen so ein Verzwischendurch oder so als Dessert oder Aperitif. Weiß ich noch nicht genau, das können wir ja ausprobieren. Wenn wir es probiert haben, wissen wir es, wofür es uns passt. Und für was es gedacht ist, ist mir dann ehrlich gesagt völlig egal. Solange es mir dazu dem passt, was ich damit tue, dann ist ja der eigene Magen letzten Endes. Ne? Also ja, vielen Dank auch dafür. Also da sind wir wirklich, ja, sobald wir mal die Schnapsbar einigermaßen unter Kontrolle gebracht haben. Alkoholismus ist ja bekanntlich böse, daher dauert das ein wenig. Gut. Ja, vielleicht kurz noch der Hinweis hier auf diese Tütenessen. Davon habe ich ja auch inzwischen mal eins verköstigt im Adventskalender. Das sind jetzt auch gar nicht mehr so viele. Vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür. Also die Real Tour Mat Field Meal in diesem Fall, das ist ein bisschen die größere Version von Real Tour Mat, ist plus minus selbe drin. Das eine ist für die Armee, das andere für den Zivilen nutzen. Kriegst du beides aber auch im zivilen Markt. Sind wirklich die besten, meiner Meinung nach, Trekkingfutter, Tüten-Trekkingfutter, die es gibt. Auch ordentlich Kalorien jeweils pro Packung, schöne große Portionen, toll vakuumiert, daher auch schön klein verpackbar und unzerstörbar, kriegst du auch nicht kaputt oder irgendwie beim Transport, absolut super. Also ich bin da ein großer Fan von denen, geschmacklich sind die auch sehr lecker. Wie gesagt, wenn ich dann endlich mal wieder Touren mache und wenn nicht, ansonsten Frau nimmt auch gerne das eine oder andere davon, dann können wir es für uns beide verwenden. Ich denke, das ist auch durchaus in deinem Sinne. Herzlichen Dank also nochmal sehr dafür. Wie lange die haltbar sind, ist ja gerade egal, die halten ewig. Da steht ja teilweise was relativ lächerlich Niedriges drauf. Im Übrigen auch, wenn ich das jetzt völlig, nicht völlig falsch zuordne, von derselben Person hier noch ein bisschen Fresspaket, Krempel aus Schweden. Unter anderem hier diese leckere Leberpastete, die lebt auch nur deswegen, damit ich noch irgendwas habe zum Dankeschön-Video vorzeigen. Insbesondere meine Frau liebt die und die wird jetzt dann heute Abend weg sein. Ne? Also vielen, vielen Dank auch dafür. Und natürlich gibt es im Land, wo Feuer machen durchaus relevant ist, schöne Möglichkeiten, Feuerchen zu machen. Jetzt könnte man meinen, das sind lange Streichhölzer. Das hast du mir auch mal mitgeschickt, aber. Das hier sind so Spezialanzünderlein, die ich auch nochmal vervideofizieren muss. Da bricht man sich so ein Ding ab und das kann man ja machen. Das ist ja, geht ja deswegen nicht kaputt oder gleich in Brand und hat dann im Prinzip hier einen großen Streichholzzündkopf und macht dann ordentlich Feuer. Beziehungsweise damit kann man mit einem Ding natürlich gleich sein Lagerfeuerchen anzünden. Das ist so ein gewachstes Holzwatte-Material, vermute ich. So ein bisschen mehr oder weniger Holzspäne zusammengewachst. Und ja, brennt garantiert hervorragend. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Kommt jetzt aber wirklich definitiv. Und ist dann auch mal ein irgendwie Ofenanzünder soll das wohl heißen. Also so spontan würde ich jetzt vermuten, dass es das heißen könnte. Steht auch gar nichts auf Englisch oder ähnliches. Till Grill Ock Brennöfen oder so. Ja, also vermutlich zum Grill oder Ofen anzünden, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin. Da habe ich zwei von. Vielen Dank. Ja, dann im Übrigen kam mit samt Rucksack, den ich auch inzwischen videofiziert habe, da habe ich sogar noch andere Modelle von. Also das ist ganz, 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 ganz klasse. Schweizer Militärrucksäcke. Im Übrigen auch noch dieses wunderbare Büchlein, wo man sehr viel auch eben über die Schweizer Militärhistorie erfahren kann, denn es ist eben das Buch vom Schweizer Soldaten. Die Schweizer Armee ist ja, es hört hoffentlich gerade kein Mitglied der selbrigen zu, so ein bisschen lustig für Außenstehende. Da, ja.
Sie sind halt winzig. Es ist halt eine winzige Armee. Die ist zwar gut ausgebildet und gut ausgestattet und sie wurde noch nie gebraucht, seit es sie gibt. Und vermutlich wird sie in absehbarer Zeit auch nicht gebraucht werden. Aber falls sie mal gebraucht wird, dann ist sie bereit und irgendwie ist das schon alles ein bisschen lustig und alles ein bisschen speziell. Und dieses Büchlein ist halt so ähnlich wie die zentralen Dienstvorschriften der Bundeswehr durchaus auch ein bisschen was zum Lachen dabei. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Übersetzung hier und da. Für sowas habe ich natürlich meine Frau, wenn mal Unverständnis herrscht. Und also eine unterhaltsame Lektüre, immer mal wieder zwischendurch, mal für 20 Minuten einfach da in diesem Büchlein schmökern. Weiß ich noch nicht, ob ich das mal nicht noch irgendwann für irgendwelche historischen Militärausrüstungsgedönsvideos brauchen kann. Bestimmt noch mal irgendwie im Rahmen mit den Schweizer Militärrucksäcken werde ich das auch noch mal verwursteln können. Altes Militärzeug ist schon so ein gewisses Hobby von mir. Mal mehr, mal weniger. In letzter Zeit gerade nicht ganz so viel Zeit da rein investiert, aber deswegen ist es nichtsdestotrotz trotzdem ein schönes Hobby, beziehungsweise auch ein schönes Videothema mal für zwischendurch. Anderes Buch, was ich anderweitig gekriegt habe, ist hier dieses da, Die Kerfe des Waldes. Jetzt fragt ihr euch, was zum Geier sind Kerfe? Ja. Ich würde das schon als Kerfe interpretieren wollen. Das ist ein ganz altes Bestimmungsbuch für Insekten und ihre Fraßschäden mit hervorragender Bebilderung. Sucht also heutzutage seinesgleichen, weil dieses Buch eben wieder, also so alt, dass ich da kaum befürchten muss, jetzt irgendwie wegen Urheberrecht verklagt zu werden. Weil, das sage ich ja ganz oft bei Bestimmungsbüchern, welcher Art auch immer, sind meiner Meinung nach Zeichnungen, möglicherweise Zeichnungen und Bilder, aber wenn man die Wahl hat zwischen Bilder oder Zeichnungen, dann würde ich Zeichnungen immer bevorzugen, weil eine Zeichnung einen Idealzustand darstellen kann, den du in der Realität, wenn du ein Foto von dem machst, was du da gerade siehst, so nicht hast. Also zum Beispiel kannst du zeichnerisch eben alle Merkmale, die es geben kann, an einer Pflanze, einem Käfer, einem sonstigen Tier etc., kannst du per Zeichnung alle gleichzeitig an dasselbe Exemplar dran malen. Das geht nicht, wenn du dir ein reales Exemplar anguckst. Zum Beispiel Mensch gibt es mit Glatze und mit Haaren. Wenn du versuchen würdest, für ein Bestimmungsbuch ein Foto von einem Mensch zu schießen, ne, dann hättest du entweder einen mit Glatze oder mit Haaren oder tatsächlich mit irgendwas dazwischen. Aber man kriegt halt nicht das gesamte Spektrum, dass es eben verschiedene Möglichkeiten, wie ein Mensch aussehen kann, gibt oder die Hautfarbe. Ne? Man würde dann vermutlich irgendjemanden so im Bereich Schokolade wahrscheinlich für ein Bestimmungsbuchfoto nehmen, weil es halt irgendwo dazwischen ist, zwischen den möglichen Spektren an Hautfarbe, die wir halt so haben können, also Homo sapiens. Und das ist aber halt falsch, weil halt nicht jeder schokoladig ausschaut, sondern nur einige wenige und der Rest hat halt entweder das eine oder das andere oder was auch immer. Und so ähnlich verhält es sich halt eben auch mit Käfern, mit Käferfraßbildern und Ähnlichem. Du hast halt immer nur, wenn du ein Foto machst, eine Ausprägung und nicht den Idealzustand, an dem man sich grob orientieren kann. Und häufig ist für Bestimmungszwecke wirklich dieser potenzielle Idealzustand mit allen wesentlichen Merkmalen deutlich besser. Also ein enorm wertvolles Buch, auch wenn es schon wirklich alt ist. Trotzdem freue ich mich da sehr drüber und das wird sehr viel Anwendung finden, weil ja, manche dieser Tiere sind inzwischen sehr, sehr selten geworden, aber die häufigen stehen ja auch drin und spätestens für die kann man es dann sehr gut gebrauchen. Apropos Bücher, der Reinhardswald. Da habe ich noch ein zweites Buch zu bekommen zum Reinhardswald. Das ist nur gerade auf Abwägen, weil es gelesen wird und liegt daher bei meiner alternativen Leselocation, wo ich heute nicht mehr hinkomme und dementsprechend ist das andere Buch auch nicht da habe. Aber der Reinhardswald ist ja, gerne mal auch als Urwald, also der sogenannte Urwald bei der Sababurg, hat man vielleicht schon mal gehört, gilt gerne mal eben für viele Leute als Urnatur, ist es nicht. Ist eine alte Kulturlandschaft, das sind Hutewälder, ehemalige Hutewälder, die also vor allen Dingen zur Fruchtproduktion von Eicheln, vielleicht auch von Buchen, sicherlich vereinzelt hat es das bestimmt auch mal gegeben. Heute sind vor allem die Eichen noch übrig. Bei den Buchen bin ich mir jetzt gerade
kriege ich gerade nicht hundertprozentig zusammen, zu viel Zeug im Kopf, ob es die auch gibt, immer noch. Aber das hat zu sehr urigen Waldbildern heute geführt und muss ich mir wirklich dringend mal angucken. Ist für dieses Jahr auch wirklich noch geplant. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie, dass ich da mal hinkomme und da mal noch ein paar Videos, mindestens zwei dann, weil wenn jemand schon so weit fährt, dann muss sich das auch lohnen, dazu drehe. Und die notwendige Literatur wurde mir hier in Form von zwei Büchern eben zur Verfügung gestellt, dass ich dann auch das nötige Background-Wissen habe, vielleicht auch als Motivation, mir das endlich mal anzugucken. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann funktioniert das sehr wohl. Die Motivation, da mal dringend hinzufahren, ist deutlich gestiegen durch eben die dazugehörige Literatur. Macht das auch erheblich leichter, dann in der Recherche daran genügend zu erzählen zu können. Bestimmt ein wunderschöner Wald. Das ist alles Naturschutzgebiet. Man findet häufig Videos im Internet, wo die Leute einfach zu den Bäumen hinlatschen. Und das sind aktuelle Videos. Und da war das auch schon Naturschutzgebiet. Und das ist im Grunde unerlaubtes Betreten. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja, bei jemandem, der sich darüber einfach hinwegsetzt, werdet ihr vermutlich bessere Bilder finden, als wenn ich dahin renne. Wenn ich dahin renne, kann ich natürlich erheblich mehr dazu erzählen, als derjenige, der da zum Baum direkt hinlatscht und den Baum zu umarmen, den man nicht umarmen soll. Weil wenn das jeder machen würde, dann sind die Wurzeln irgendwann kaputt, wenn man dauernd drauf rumtrampelt. Ne? Das sind zum Teil uralte Baumexemplare. Also so super, super uralt auch wieder nicht, aber bis zu 500. Und das ist für deutsche Verhältnisse auch schon durchaus ein ordentliches Alter. Ja, und wenn ich dahin gehe, dann werde ich mich natürlich an die Betretungsregeln des Naturschutzgebietes halten. Und daher ist es dann mehr eine Wissensvermittlung als super, super, super schöne Aufnahmen, weil dafür müsste man wohl wirklich näher ran und müsste krasse Kamera haben und toll fotografieren können. Und das haben andere Leute vor mir auch schon getan. So, was haben wir denn vergessen? Oh, Teekaffee. Teekaffee haben wir auch noch. Einmal Tee, einmal Kaffee. Wir hatten von beiden noch ein bisschen was da, daher ist beides noch nicht angebrochen. Das ist jetzt aber ganz, also Tee ist jetzt ein paar Tagen so weit, dass ich mit dem da loslegen muss. Es gab auch noch einen anderen Tee, den habe ich schon ausgesoffen. Auch da vielen herzlichen Dank. Und ja, Kaffee ist bei meiner Frau auch noch eben genügend vorhanden gewesen, beziehungsweise das ist ja ein Premium-Kaffee, den trinkt sie dann auch nicht jeden Tag, sondern dann meistens eher mehr zu besonderen Anlässen, wo das dann, wo auch mal Gäste da sind und solche Sachen wird er ganz gerne verwendet. Gäste werden wir demnächst dann auch mal wieder haben. Daher bin ich mir zuversichtlich, dass der dann auch angemessene Verwendung finden wird. Hoppla. Ja. Und das wäre es gewesen. Wie gesagt, hat sich ein bisschen was angestapelt. Oh nein, halt, halt, halt. Kleinigkeit hinten in der Ecke. Weiß gerade spontan nicht mehr, zu welchem Paket die jetzt gehört, weil sie leider hinten in der Ecke gelandet ist. Aber vielleicht mache ich da auch nochmal eine richtige Review zu oder eine kleine Messervorstellung. Wahrscheinlich schon, weil ja, würde sich ja anbieten. Das ist das Naturensöhne Mark II oder wie das heißt von Böker. Also die meisten meiner Influencer-Kollegen sind ja irgendwann mal auf die Idee gekommen, ihr eigenes Messer zu designen. Mache ich nicht. Wird bei mir nie passieren. Was weiß denn ich über Messerdesign? Nichts weiß ich darüber. Von daher kann ich mir das, glaube ich, sparen. Und bei rumgekommen ist, ich glaube, es gibt auch ein feststehendes Messer, also so ein normales mit Griff und Schneide ohne Klappmechanismus und so weiter. Aber unter anderem eben auch dieses formschöne Klappmesser. Ist ordentlich schwer, hat ordentlich Stahl dran und hat die wesentlichen, wohl von den Naturensöhnen als wichtig erachteten Werkzeuge, die man auch am Schweizer Taschenmesser findet, ohne den Firlefanz, den man am Schweizer Taschenmesser zumindest für den Natureinsatz selten braucht. Ja, und zwar eine hervorragende Ahle, super scharf, aber nochmal, ich mache dazu irgendwann nochmal ein extra Video. Und keinen Korkenzieher, auch keinen Kreuzschlitzschraubenzieher, den brauchst du im Wald ja auch nicht. Ich vermute, dass das so ein bisschen die Philosophie dahinter ist. Es gibt einen Zahnstocher, den kommt einem bekannt vor von anderen Marken. Eine riesige Pinzette, die ist hervorragend. Also das finde ich richtig sinnvoll, dass da mal eine ordentliche Pinzette verbaut ist, weil die braucht man halt eben, je nachdem, wie viele Zecken unterwegs ist, durchaus häufiger mal so ein Ding. Und dann gibt es eben noch einen kleinen Glasbrecher, das ist hier dieses Spitzelchen, aber nochmal, wie gesagt, gibt ein extra Video. Und es gibt eine Zange. Das kann spannend sein, wenn man allein schon seinen Topf vom Feuer nehmen möchte oder solche Sachen. Natürlich eine Klinge, kommen wir gleich zu, und eine schöne große Säge. Die macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Vor allen Dingen ist die unten am breitesten und nimmt nach hinten hin dann an, ja, wird sie schmäler, damit sie nicht im Holz stecken bleiben kann. Genau richtig, so muss das sein für eine qualitativ hochwertige Säge. Und die
Die Klinge ist sogar, was ich auch bemerkenswert finde, habe ich so an so einem Messer auch selten gesehen. Das ist eine Hohlschliffklinge. Also sprich, die ist hier am dicksten und nimmt dann konkav zur Klinge hin ab. Das sorgt dafür, dass sie eben besonders scharf ist. Ist wirklich super, super, super scharf. So vom ersten Eindruck her. Und auch hier gilt, ich habe das Messer noch nicht wirklich groß im Praxiseinsatz, also noch nicht draußen gehabt, weil ich mich erst bedanken wollte, bevor ich es groß ausprobiere. Und was ich auch spannend finde, das ist quasi wie beim Schweizer Taschenmesser, die arretiert nicht. Die ist gut stabil. Wenn Jetzt wollte die Kamera nicht so, wie ich wollte. Was ich gerade erzählen wollte, war, die Klinge arretiert nicht. Sondern man kann sie wie beim normalen Schweizer Taschenmesser einfach so mit einem gewissen Widerstand einklappen und ja, dann ist sie entsprechend wieder eingeklappt. Ist interessant, dass man hier also auf die Arretierung verzichtet hat. Finde ich in Ordnung. Wer weiß, wie man mit dem Messer umgeht, kommt damit klar. Und also eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes Messer. Habe ich jetzt nichts Negatives dran auszusetzen. Näher ausprobieren muss ich es aber noch. Also auch vielen, vielen Dank dafür. Das ist ein sehr schönes Geschenk, damit werde ich bestimmt auch viel Zeit demnächst am Schnitzen und Ähnlichem tun verbringen können. So, aber das müsste es jetzt, soweit ich das im Überblick nicht verloren habe, gewesen sein. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank eben an alle Schenkenden. Und ja, wenn mal wieder was kommt, dann hoffe ich, dass ich das nächste Dankeschön vielleicht ein bisschen zeitnah hinbekomme. Ja, irgendwie, man kommt dann zu nichts und diese Videos sind ja jetzt auch nicht gerade qualitativ so doll, dass die für jemand anders gedacht werden als für euch, die ihr tatsächlich was geschenkt habt und für die kleine Reihe von Leuten, die das sonst halt ansonsten noch trotzdem angucken. Ja, irgendwie war der Wurm drin. Ja. Aber ich hoffe, ihr nehmt es trotzdem wohlwollend zur Kenntnis, dass ich mich freue, tue ich. Und ich glaube, ich trinke noch ein Gläschen hier. Aber das müsst ihr ja nicht mit angucken. Also macht's gut und tschüss. Ich habe noch was vergessen. Und zwar lag zu weit weg. Ja, das ist jetzt besonders lange her, ne? Weihnachten ist schon ein bisschen hin. Aber da gab es noch diese wunderschöne selbstgeschnitzte Schale. Finde ich persönlich wirklich ganz, 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 ganz toll und super hübsch, toll gelungen. Muss viel Arbeit gewesen sein, die Vertiefung hier hinzukriegen. Ich spreche da aus Erfahrung. Die hätte ich jetzt beinahe vergessen, ne? Also vielen, vielen Dank auch dafür. Ja, wird es zur Weihnachtsdeko nächstes Jahr bei uns auf jeden Fall ein schönes Plätzchen finden und man kann da sicherlich super Kekse reinlegen. Dass sie da lange drin liegen bleiben, wage ich zu bezweifeln. Aber das wollte ich einfach nur noch kurz, bevor ich das jetzt vergessen habe, übrigens auch toll geschliffen. Ein Handschmeichler. Ja. Persönlich bin ich so gut im Umgang mit Schleifpapier, mir fehlt da die Geduld. Daher, ja, sehr schön. Vielen Dank also auch dafür. Und dann habe ich jetzt, glaube ich, hoffentlich nichts vergessen. Und wenn doch, seht es mir bitte nach. Irgendwas aus eurem Päckchen ist hoffentlich dabei gewesen. Alle Einzelobjekte weiß ich nicht, ob ich die habe, aber ja. Jetzt aber wirklich tschüss. Ja, leider haben es die Hutspenden und der eine oder andere liebe Brief, der mich erreicht hat, nicht in dieses Video geschafft. Zum Teil, weil es einfach zeitliche Überschneidungen gab. Vielleicht ist es euch aufgefallen, das habe ich jetzt schon eine Weile, ist schon eine Weile her, dass ich das gedreht habe. Ich bin nicht zum Schneiden gekommen und daher möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal Dankeschön für die Hutspenden nochmal in Videoform einmal kurz gesagt haben, wer sich da angesprochen fühlt. Da war einiges sehr, sehr Großzügiges jetzt dann rückwirkend noch dabei. Das hilft mir natürlich außerordentlich. Vielen, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, auch die freundlichen Briefe, lieben Briefe und mit den schönen Kärtchen, die da teilweise beigelegt waren. Und auch das freut mich natürlich immer sehr. Gerade auch handschriftlich, das ist ja heutzutage auch schon keine Selbstverständlichkeit mehr, zumindest für mich. Und sehr, 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 sehr viel Lob, sehr motivierende Zeilen dabei, ohne jetzt hier irgendwas verraten zu wollen, ne? Aber ich hoffe, die richtigen Leute fühlen sich angesprochen. Also auch hier vielen, vielen, vielen herzlichen Dank eben auch dafür. Ja, nur dass ich es nicht völlig hinten runterfallen lasse. Insgesamt nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten und selbstverständlich auch an alle anderen und sowieso und damit ja, wär's das und nächstes Mal wieder normal reguläres Video. Ne? Das ist jetzt einfach nur so für zwischendurch, damit ich das
endlich mal geschafft habe, mich ordnungsgemäß zu bedanken. Tschüss.